Ja, hallo meine lieben Freunde. Wir sind hier am Hercules Center von Gotha oder von New Gotha City. Ja, und das ist ein Beispiel dafür, wie also nach 1990 hier im Osten die Versorgungskonzepte des Westens kritiklos übernommen wurden, die nach amerikanischem Vorbild einfach davon ausgehen, dass man vor der Stadt große Flächen einrichtet, wo man mit dem Auto bequem hinfahren kann, wo man alles mit dem Auto einkaufen kann, wie das eben auch in Amerika vielleicht Sinn macht, bei einer derartigen Struktur, wie sie halt in Amerika ist. Bei uns hier im Landkreis Gotha, wie eigentlich überall im Osten oder vielleicht auch wie überall in Deutschland, ist der folgende Effekt eingetreten, den wir heute alle irgendwie so mehr oder weniger bejammern, dass es zur Entlebung der Innenstädte kam. Ja, logischerweise, jeder Mensch kann immer nur zur gleichen Zeit an einem Ort sein. Und wenn ich mir hier angucke, hier stehen recht ordentlich viele Autos. Zu jedem Auto gehören mindestens 1 bis 2 Personen. Wenn die alle in der Innenstadt wären, wäre die Gotha Innenstadt, sage ich mal, recht gut besucht. Aber wir müssen jetzt uns keine Gedanken machen und nicht reden wollen, dass Gotha so ist, wie es ist. Das ist einer Vierjahresplanung und deren Ursachen, die wir in den 90er Morgen zu suchen sind, stellen. Es wird von heute auf sein, dass wir abprozessen können. Das hängt vor allen Dingen daran ab, inwieweit der Mensch denkt. Unser Auto mit zusammen weiterhin Mensch, an der ich unter das eingehen, dass ich sage, ich kann nur noch Auto leben. Es gibt ja die nach neuesten Informationen Bestrebung, wieder einen echten Volkswagen zu bauen, was ich persönlich für eher abartig halte als Idee. Der Volkswagen ist ja mehr oder weniger, also die Idee des Volkswagens, des Individualverkehrs, ist ja mehr oder weniger daran schuld, dass wir halt die Bedingungen haben, die uns eigentlich heute nicht gefallen. Die Autos verstopfen unsere Städte, die Autos machen uns krank, die Autos suggerieren uns eine unbegrenzte Mobilität, das heißt eine unbegrenzte Verfügbarkeit als Arbeitskraft mit all ihren negativen Folgen. Darüber müsste einmal auf breiter Front diskutiert werden, nicht nur im Rahmen vom Kreis Gotha oder vom Land Thüringen, sogar im europäischen Rahmen wäre noch viel zu klein. Müsste man eine weltweite Diskussion über das Thema der Mensch und das Auto oder der Mensch und seine Umwelt oder seinen Lebensraum, müsste man mal darüber diskutieren, wie wollen wir eigentlich leben. Weil das ist offensichtlich das Modell, was nicht funktioniert. Das hat man auch in Amerika erkannt. Und auch in Amerika ist man bei allem Reichtum nicht in der Lage, das Problem kurzfristig abzustellen. Also wir haben noch eine ganze Weile mit diesem